Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute wollen wir uns zwei schicke Mounts angucken, die wir beide über den Handelsposten bekommen können. Und dazu schauen wir mal einmal in das Mount Channel rein. Wir haben hier einmal den Grottendrachen der Netherschwingen, was übrigens ein Drachenreittier-Mount ist. Das ist dieses schicke Mount. Und dann haben wir zusätzlich noch den Teufelskristall-Skorpion, der quasi ja ein Recolor-Skorpion-Mount ist. Und beide diese Mounts bekommen wir über den Handelsposten, indem wir ja für den Grottendrachen der Netherschwingen einmal den Balken auffüllen, den wir sehen können im Abenteuerführer. Ihr seht, hier haben wir diesen Balken, den wir einmal komplett auffüllen können. In diesem Monat sind es tatsächlich 1400 Punkte, die ihr auffüllen müsst. Und sobald ihr die aufgefüllt habt, könnt ihr den aus der Kiste holen als Allianzler in Sturmwind. Das seht ihr hier am Symbol. Und als Hordler haben wir selbiges dementsprechend hier in Ogrimmar. Und da ist dementsprechend auch ein Symbol auf der Map. Wie füllen wir die Leiste auf? Und zwar haben wir verschiedenste Aktivitäten, die wir abschließen können. Das sind eigentlich so gut wie alle Aktivitäten, die ihr im Game irgendwie machen könnt. Ich kann euch mal zeigen, was ich zum Beispiel abgeschlossen habe. Persönliche Handwerksaufträge habe ich abgeschlossen. Flugsteine holen, ein Schattenwappen habe ich geholt, ein paar Haustierkämpfe, ein paar Quests, Handwerksaufträge erfüllt, ein paar Mythic Dungeons gemacht, ne? Schlachtzugsbosse getötet, war ein bisschen alte Raids unterwegs und so weiter, ne? Also da sind sehr, sehr viele verschiedene Aktivitäten, die ihr nachgehen könnt. Wenn ihr das Spiel halbwegs aktiv spielt, kriegt das eigentlich easy innerhalb des Monats zusammen, ohne dass ihr die explizit farmt. Also alle diese Sachen, die ich gemacht habe. Und ja, heute ist gerade der zweite Tag von dem Event bzw. von dem Monat und ich habe es nebenbei mit den Aktivitäten schon fertig bekommen. Genau, falls ihr da irgendwelche bestimmten gucken wollt, könnt ihr ja so ein bisschen drüber fahren. Auch schon mal gucken, wie viel ihr von den einzelnen Sachen habt. Zum Beispiel habe ich jetzt hier 25 von 50 Dungeon-Bosse besiegt. Gut, so viel dazu. Und sobald ihr dann die 1400 Punkte erwirtschaftet habt, könnt ihr dementsprechend hier die Kiste öffnen. Und tada, da gibt es dann einmal das Mount und es gibt 1200 Händlerdevisen. So wie ich informiert wurde, kriegt man 500 immer for free und dann gab es jetzt halt noch 700, wenn ihr dementsprechend den Balken auffüllt. Jetzt würde ich sagen, packen wir das Ding mal aus. Und dann gucken wir mal. Ah, das kann ich nur in, quasi auf den Dracheninseln machen. Sprich, da werden wir uns dann halt gleich hinporten. Und jetzt gucken wir uns das andere noch an. Und zwar ist das der Skorpion. Und den haben wir, wenn wir hier mit ihr, glaube ich, quatschen. Genau. Und ja, jetzt habe ich 1600 von den Marken. Heißt, wir können uns ein bisschen was kaufen. Diesen Monat gibt es ja verschiedene Sachen. Eins habe ich mir hier eingefroren. Wir können jetzt auch mal so ein bisschen durchgucken. Also es gibt auch den Tyrael-Streitross. Das gab es ja auch schon in der Vergangenheit. Ich meine über diesen... ich bin jetzt gerade überlegen, ich glaube, das gab es bei einem Diablo-Event. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Diablo 3 war oder ob das bei diesem Jahrespass war. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Man konnte sich's aber jetzt auch nochmal holen, indem man diese Schatzgoblin in diesem Diablo-Event in WoW umgehauen hat. Die hatten ja eine Chance. Falls ihr da kein Glück hattet, könnt ihr es jetzt quasi auch nochmal holen. Was es jetzt genau kostet, sehe ich nicht, weil ihr seht, bei mir ist es schon abgehakt. Ich vermute aber, dass es im ähnlichen Bereich liegen wird wie die anderen Mounts. Das sind meistens so zwischen 800 und 900 Punkte. Gut, was haben wir da noch? Wir haben hier so ein Set für Lederträger. Dann haben wir das Spektraltiger-Junges. Das ist dieses kleine Pad hier. Das kostet auch relativ viel, ist damals das teuerste TCG-Pad gewesen. Also es war ursprünglich vom Kartenspiel. Wie gesagt, ich habe das schon, deswegen werden wir uns das auch nicht kaufen. Dann haben wir hier Zügel des Teufels, Kristallskorpions, dass ich es nur rausbringe. Und ja, das werden wir uns auf jeden Fall kaufen. 650 Marken kostet das, also das heimsen wir uns schon mal ein. Das gucken wir uns dann auch gleich nochmal ein bisschen genauer an. Dann, was haben wir hier? Das ist irgendwie die Animation nicht da. Naja, okay. Läuft schon mal. Rüstung verbergen kann ich noch machen. Ah, das ist die Waffe, die ist auf dem Rücken. Okay, habe ich das jetzt nicht... Aber seht ihr? Ah, wegen meinem Backpiece ist das quasi nicht da gewesen. Interessant. Okay, dann müssen wir uns wohl oder übel die halbnackte Nachtelfin angucken. Sonst sehen wir die Temok-Sachen anscheinend nicht. Dann haben wir ein großes Schwert noch. Was haben wir hier noch? Cool aus, die Waffe. Ein Schild ist auch noch dabei. Mit dem Löwenkopf. Ah. Hat was? Okay, ein Wikingerhelm, der ist cool. Dann nochmal eine andere Farbe. Das sind ja richtig viele Sachen. Dann ist noch ein Schwert mit dabei. Das sieht auch ganz cool aus. Aber das ist, glaube ich, auch ein Recolor. So ein Ilias habe ich schon mal gesehen. Das ist definitiv ein Recolor. Druidstab, würde ich sagen.
einen Umhang. Ach, der geht hier vorne noch rum. Das ist auch nicht schlecht. Ah, mit einer Kapuze. Sieht auch ganz cool aus. Okay, der ist ein relativ stinknormaler Umhang. Dann so ein Level 1 Schwert sieht es danach aus. Ich glaube, das passt mit den Sachen zusammen, oder? Würde ich fast sagen. Das Hemd. Was haben wir hier noch? Das ist so eine primitive Axt. Okay, soweit, so gut. Ich werde meine Punkte jetzt aber erstmal sparen und nichts ausgeben für T-Mog, auch wenn ich es gerne haben wollen würde. Denn fürs nächste Mount, ne, oder Pet, was ich nicht habe, will ich natürlich ein paar Punkte überhaben. Gut, jetzt schauen wir uns einmal die beiden Mounts an. Und zwar Skorpion, da haben wir den schon mal, den packen wir einmal aus. Dann schauen wir uns mal das Mount ein bisschen genauer an. Also, so ähnliches hatten wir ja schon mal. Er hatte jetzt hier ein bisschen Rüstung drauf, auch so eine Panzerung auf den Scheren, so wie es ausguckt. Macht schon was her, jetzt machen wir mal das Mount Special. Okay, Mount Special ist einfach hin, her und so ein bisschen, okay. Ja gut, das Mount Special ist jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich spektakulär. Aber er läuft lustig, der Skorpion. Hat schon was. Es gibt noch ein anderes Skorpion-Mount. Ich glaube, aus SOO gab es so einen stahlgepanzerten. Der sah auch ganz cool aus. Und jetzt hier nochmal in der grünen Variante. Gut, dann porten wir uns jetzt einmal rüber. Und zwar auf die Dracheninseln. Und da können wir dann, denke ich mal, das andere Mount auspacken. Heißt, was die Monatsbelohnung ist. Übrigens zu den beiden Mounts, wenn ihr es jetzt nicht in diesem Monat holt, also im Juli 2023, Blizzard hat ja ursprünglich gesagt beim Handelsposten, dass die ganzen Items, die im Handelsposten sind, immer wieder kommen. Heißt, den Skorpion werdet ihr wahrscheinlich in, ja, quasi in der späteren Zeit nochmal holen können. Aber das andere Mount, da bin ich mir nicht sicher, ob es quasi den Drachen dann auch noch geben wird. Cool wäre es natürlich, dass du den vielleicht dann nochmal irgendwann anders als Monatsbelohnung oder dann sogar in den Handelsposten reinpacken als Belohnung, die man da dementsprechend rauskaufen kann. Gut, jetzt sitzen wir mal hier auf. Also das ist ein quasi nochmal ein Drachenreitmount. Ihr seht, ich kann jetzt hier auch mit dem rumfliegen. Hat aber die gleiche, den gleichen Aufbau, ehrlich gesagt, wie der Hochlanddrache, ne? Also das ist das gleiche Grundmodell. Wir haben halt hier ein bisschen die Netherdrachenfarben und, was auch gesagt wurde von Blizzard, dass man anscheinend neue Customize-Optionen auch hier haben soll mit dem Mount. Die sehe ich jetzt aber aktuell noch nicht. Hier umschalte, gibt es da irgendwas? Nee, also vielleicht kommt es auch erst mit dem Patch noch dazu, aber aktuell sehe ich die jetzt hier nicht, dass man da die Hörner oder andere Sachen quasi noch anpassen kann. Nee, da sind jetzt nur die drin, ne, und der Netherdrache leider nicht. Aber ich vermute mal, das wird, denke ich mal, noch kommen, vielleicht mit dem Patch. Und ja, da wurden aber, glaube ich, auch schon Sachen auf dem PTR gedatamined, also müssen wir mal abwarten. Mit dem Patch können wir ja dann eh alle möglichen alten Drachen auch mit dem Drachenreiten fliegen, also ich denke mal, da wird vielleicht auch nochmal ein bisschen was kommen. Gut, das waren eigentlich die Sachen, die ich euch zeigen wollte. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr genug Punkte habt, um dass ihr euch alles kaufen könnt, was euch noch fehlt. Falls es nicht der Fall sein sollte, dann könnt ihr ja immer ein Item freezen und für den nächsten Monat mitnehmen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen eine Geschichte, wo er sagt, ah, ich muss jetzt dann vielleicht zwei Mounts kaufen noch und dann reicht es mir fürs Pet nicht mehr. Dann könnt ihr euch dementsprechend ein Item noch aufbewahren. Gut, das war's mit dem kleinen Mount Guide, beziehungsweise der Übersicht vom Handelsposten im Juli. Dass ich es jetzt nicht falsch sage, Juli haben wir genau. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tilla, bis dahin, ciao.